Absolute Breaking News, Freunde. Hansi Flick steht wohl vor dem Aus bei der deutschen Nationalmannschaft. Zumindest berichtet jetzt Sport 1, dass der DFB im Hintergrund schon die Option für seine Nachfolge prüft. Wer da alles genannt wird, was für Hammernamen, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo für diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und schaut auch gerne auf Instagram vorbei für noch mehr News. Dass Hansi Flick absolut in der Kritik steht, das ist ja nichts Neues. Einige Fans, die haben die Entlassung von dem Bundestrainer schon gefordert. Öffentlich, da haben sich aber sowohl der DFB-Präsident Bernd Neuendorf als auch Sportchef Rudi Völler immer vor ihren Bundestrainer gestellt. Aber jetzt kommt der Bericht von Sport 1 exklusiv. Denn soeben wurde bekannt, der DFB fragt wohl schon mögliche Nachfolger an und prüft die Option, die man hat bei einer Entlassung von Hansi Flick. Und das bedeutet, dass der Rauswurf des aktuellen Bundestrainers ein ernstes Thema ist. Denn wie Sport 1 berichtet, prüfen Bernd Neuendorf, Rudi Völler und auch Vize Hans-Joachim Watzke aktuell im Hintergrund die Optionen, die man hat. Und man wird dabei wohl auch einen neuen Anlauf bei Jürgen Klopp wagen, denn nach der WM in Katar, da hat man schon mal bei Jürgen Klopp angefragt. Damals hat er gesagt, dass er nicht zum DFB wechseln möchte, weil er aktuell noch bei Liverpool beschäftigt ist. Und jetzt wird man wohl nochmal beim Trainer vorstellig werden. Und natürlich muss man auch mit Julian Nagelsmann sprechen, beziehungsweise ist er auch eine Option, darüber habe ich euch gestern schon berichtet, denn er ist aktuell ein deutscher Trainer, der bei einem Topclub wie dem FC München trainiert hat, ähnlich wie Hansi Flick, nur dass er da halt nicht alles gewonnen hat, einer der besten Trainer auf dem Markt. Er ist Deutscher, warum nicht? Ob es jetzt, wie viele von euch geschrieben haben, mit ihm dann besser werden würde, das ist auch eine Option, die will ich jetzt gar nicht hier abstreiten, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt besser werden würde. Und falls ihr es gesehen habt, ich habe gestern in der Instagram-Story nochmal gepostet, Lothar for Germany. Lothar Matthäus, warum nicht? Absolute Deutschland-Legende, Weltmeister. Er kann es ja eigentlich auch mal versuchen. Also ich sag mal ganz ehrlich, schlechter kann es beim DFB ja eh nicht werden. Aber mal wieder Butter bei die Fische. Man beschäftigt sich wohl mit den Optionen, die man hat. Und damit muss man ganz klar sagen, der DFB überlegt aktuell Hansi Flick wohl aus dem Amt zu entheben. Zumindest wenn man diesem Bericht von Sport 1 Glauben schenken darf. Und Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer, das wäre für mich eine 10 von 10. Er hat damals zwar auf seinen Vertrag verwiesen, der läuft 26 aus. Das wäre dann ja quasi zum nächsten WM-Zeitraum. Aber das ist zu spät meiner Meinung nach. Und wenn man Jürgen Klopp holt, dann jetzt. Und wenn man einen Trainer grundsätzlich entlässt und einen neuen Trainer holt, dann muss man das jetzt machen. Denn jetzt sind wir am Tiefpunkt angekommen. Es kann nur noch bergauf gehen. Schlechter wird es nicht. Und man muss ganz klar sagen, wenn es jetzt unter einem neuen Trainer nicht besser wird, dann ist vielleicht einfach die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr so gut, wie wir sie eigentlich in Erinnerung haben. Oder wie seht ihr das Ganze? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Natürlich, Hansi Flick ist eigentlich ein super Trainer, aber irgendwie läuft es nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, warum er da so Experimente macht mit Umstellen und dies und das. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber die Nation ist gegen Hansi Flick und man musste ja schon Rudi Völler wieder als Sportchef holen, um zumindest mal einen Fanliebling wieder beim DFB zu haben. Übernimmt Rudi Völler. Auch das sind Optionen, die geprüft werden müssen. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao.